Ja, liebe Genossinnen und Genossinnen, liebe Compañeros und Compañeras, für diejenigen, die lateinamerikanische Freunde sind, die Linke im Jahre 2011 in den Landtag zu bringen, das ist mein oberstes Ziel bis März 27, bis den 27. März. Ich will mich mit euch auf den Weg machen, mit euch und alle anderen, die wie ihr in den Kriegsverbänden und in der Arbeitsgemeinschaft der Linke aktiv sind, die sich im Betrieb und in den Gewerkschaften, in Friedensgruppen, in Bürgerinitiativen, in Stadtteilprojekten oder in der Bewegung gegen Stuttgart 21 sich stark machen. Seit mehr als 30 Jahren lebe ich hier in Deutschland und habe ich auch nichts anderes gemacht, als mich für eine gerechtere Gesellschaft einzusetzen. Das habe ich in Argentinien gemacht, vor und während der Militärdiktatur, die rechtlichen Jahre hier in Deutschland, und seit 2007 habe ich in die linke Partei einfach meine politische Heimat gefunden. Heute arbeite ich in der Linke, im Kreisvorstand, im Landesvorstand, in der Landesfrauengruppe, sowie auch versuche ich auch Beiträge zu leisten in der Bildungsarbeit der Partei. Und es ist so, wie in unserem Landeswahlprogramm steht: soziale Gerechtigkeit ist das oberste Politik der Linken und soziale Gerechtigkeit ist auch mein oberstes Ziel. Denn ich kann einfach nicht mehr weiter sehen, wie Hartz IV einfach ein Zeichen der Kälte in unserer, als ein Zeichen der Kälte in unserer Gesellschaft sich verbreitet. Und ich möchte einfach in erster Linie mit der Linke eine klare Sprache sprechen und dieses soziale Verbrechen beenden. Gegen die Rente mit 67 und gegen die Zerstörung des solidarischen Gesundheitssystems. Und ich möchte auch kämpfen gegen eine ungerechtere Bildungspolitik und auch dagegen, dass Frauen benachteiligt und Einwanderer ausgegrenzt werden. Ich will mich natürlich als Frau in diese Landtagswahlen für Frauen ganz stark einsetzen, denn statt mit Minijobs abgespeist zu werden, brauchen Frauen eine sozialversicherungspflichtige Arbeitsplatz und nicht mehr auf Hartz IV angewiesen zu sein. Frauen sollen endlich mal die demütige Rolle der Aufstockerinnen hinter sich lassen und von ihrer Arbeit leben können. Und auch geeignete Arbeitsplätze für behinderte Frauen sind auch ein Ziel meiner Wahlkampagne. Es kann einfach nicht sein, dass von 6,5 Millionen Minijobs, die in Deutschland vergeben werden, 90% von diesen Minijobs von Frauen ausgeübt werden. Befristete Arbeit, Leiharbeit und Minijob müssen aufhören. Und wie Bernd gesagt hat, wir müssen einfach Armut und Arbeitslosigkeit bekämpfen. Wir müssen für Frauen und Männer, für bessere Arbeitsplätze stehen und auch für behinderte Menschen. Ich will mich auch für eine radikale andere Bildungspolitik einsetzen, denn Bildung muss gebührenfrei für alle sein. Und das dreigliedrige Schulsystem muss einfach abgeschafft werden. Es geht nicht, dass Kinder nach der vierten Grundschulklasse einfach in die Kategorien von leistungsfähig oder nicht leistungsfähig eingeteilt werden. Unser Ziel muss sein, dass alle Kinder, auch die Kinder mit Migrationshintergrund, in einer Gemeinschaftsschule, in einer Ganztagsschule zusammenlernen und individuell gefördert werden. Und das gilt auch für Kinder mit Behinderungen. Denn Kinder mit Behinderungen sollen von klein auf selbstverständlich auch dazugehören. So fordert es auch die UN-Behindertenrechtskonvention. Liebe Freunde, ein zentrales Thema unseres Wahlkampfes wird Stuttgart 21 sein, zu verhindern. Denn Stuttgart 21 ist wirklich nicht ein Verkehrsprojekt. Und für uns die Linke ist Stuttgart 21 im Grunde genommen und zum großen Teil auch eine soziale Frage.
Dieses unsinnige Bahn- und Immobilienprojekt ist aber nur ein Teil des gesamten Problems Baden-Württemberg. Es geht hier nämlich um vor allem arrogante Machteliten und sinnlose Geldverschwendung Einhalt zu gebieten. Es geht hier um mehr demokratische Bürgerbeteiligung und Demokratie von unten. Denn es darf einfach nicht länger sein, dass politische Entscheidungen, wie zum Beispiel bei der Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke, zugunsten einiger großer Konzerne gefällt werden, statt im Interesse der Mehrheit der Menschen. Und auch hier und deshalb muss die Linke in den Landtag. Auch die ökologische Frage ist für mich sehr wichtig. Die Ressourcen der Natur, die Ressourcen der Mutter Erde, die Luft, das Wasser gehören uns alle. Und deshalb ist Krieg für mich das größte Verbrechen und die schlimmste Form der Umweltzerstörung. 2 Billionen Dollar sind für den Irakkrieg aufgewendet worden. 2 Billionen Dollar, um einfach eine Region ökologisch zu zerstören, Hunger und Seuche zu verbreiten, Hass zu schüren und Verfolgung zu vermehren. Ökologie hängt für uns die Linke zusammen mit der sozialen Frage, mit der Friedensfrage und mit der Eigentumsfrage. Denn es kann nicht einfach sein, dass die Mächtigen dieser Welt in der Welt gehen, einfach zum Einkaufen. Nur eine gerechtere Verteilung von Wasser, von Öl oder von Rohstoffen werden Kriegen verhindern und uns eine sozialere Welt bescheren. Und auch wenn ich zum Landtagsthemen gehört und aufgrund meiner Biografie, ist mein großes Anliegen, liebe Freundinnen und Freundinnen, dass wir eine Partei bleiben, die Kriege ohne Wenn und Aber ablehnt. Das gilt sowohl für Afghanistan, als auch für alle anderen Kriegseinsätzen deutscher Soldaten. Krieg ist, ob mit oder ohne UN-Mandat, nie eine Lösung, sondern verfechtigt die gesamten Probleme in der Welt. Deshalb werde ich mich natürlich in unserem Land Baden-Württemberg stark machen, dass alle Rüstungsindustrie in Baden-Württemberg nicht weiter gefördert werden. Und ich werde mich natürlich dafür einsetzen, dass die Bundeswehr an unseren Schulen keinen Zutritt mehr bekommt. Baden-Württemberg ist als zweites Bundesland nach Hamburg in Deutschland, hat den höchsten Anteil an Migranten hier leben. Und sie erscheinen auch in der Statistik vom Jobcenter überproportional hoch. Die Integrationspläne der Bundesregierung, die sind alle fehlgeschlagen. Es fehlen gezielte Förderprogramme zur vollen beruflichen und sozialen Gleichstellung von Menschen mit Migrationshintergrund. Auch die Erleichterung der Einbürgerung durch die Abschaffung der Optionspflicht wird unsere Forderung sein, denn das hat bis jetzt nicht stattgefunden. Aber vor allem, liebe Freundinnen und Freundinnen, vor allem ist unsere Aufgabe, die Politik der Diffamierung von Migranten zu stoppen. Wir müssen die selbsternannten Volkstribünen à la Sarrazin, à la Seehofer, à la Merkel und Co. einfach komplett die Bühne entziehen. Diese Bühne brauchen wir. Also, ich sage jetzt meine letzten Gedanken, und das ist einfach, dass wir nur mit der Linke eine Politikwechsel, nur mit der Linke in der Parlamentsarbeit eine Politikwechsel werden wir nicht erreichen. Die politische Arbeit sollte für die Linke in außerparlamentarische Bewegung, in der Organisation von Massenprotesten und in zivilen Ungehorsam und politischen Streik stattfinden. Die Arbeit im Landtag, die wir leisten wollen, versteht sich nicht als Selbstzweck, sondern sie muss den Interessen der Mehrheit des Volkes dienen.
und mit einem letzten Satz, so wie Rosa Luxemburg es schon damals geschrieben hat, die politische Macht erobern und die Parlamentwahlen gewinnen, bedeutet, die gesamte Ordnung umstürzen und den Sozialismus zu verwirklichen. Denn wir werden nicht nur Vertreter einer oppositionellen Partei, sondern eine revolutionäre Klasse sein. Aber ich sage euch, erschreckt euch nicht, wir haben heute keine revolutionäre Klasse hier, sondern wir werden nur Vertreter einer oppositionellen Partei sein, beziehungsweise eines Volkes, das sich gerade auf die Straße macht. Und liebe Genossinnen und Genossinnen, nur mit uns, nur mit unserer Arbeitskraft, nur wenn wir an vielen Orten anwesend sein, wo alle Antworten der Linke diskutiert werden, wenn wir mit den Protesten auf die Straße gehen, wenn wir in Schulen und Universitäten bei den Streik der Erzieherinnen und der Gewerkschaften anwesend sind, nur hier werden wir die besten Argumente, die die Linke hat, voranbringen. Nur hier werden wir alle Menschen klar machen, dass wir eine demokratische, soziale und ökologische Erneuerungsbewegung sind. Und deshalb ist unsere Aufgabe heute, von Tür zu Tür zu gehen, einfach auf die Straße Präsenz zeigen. Und nur so können wir im Landesparlament und werden wir dort unsere Ideen verwirklichen. Als Lateinamerikanerin möchte ich mich verabschieden mit unserem Wahlkampf. Liebe Genossen und Genossinnen, nur gemeinsam werden wir siegen und nur gemeinsam kommen wir ins Parlament rein. Hasta la victoria!